Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute State of Decay Breakdown. Wir sind wieder zurück, Leute. Ich habe eine Aufnahme versaut. Da ist wieder mal einer draufgegangen von uns, nur wegen einem Bug. Ziemlich scheiße. Lebt er noch? Ist das eine Waffe aus Butter? Jetzt habe ich ihn schon 6, 7, 8, 9 Mal getroffen. Geht nicht down. Was ist denn da los? Ist die Waffe aus Butter? Das kann doch jetzt echt nicht sein. Auf jeden Fall, vorher habe ich wieder einen Mann verloren. Hier, ja, wegen einem scheiß Bug wieder. Er hüpfte auf der Stelle und hat sich nicht bewegt. Also wirklich, das ist scheiße pur. So, wir machen die jetzt platt. Ich möchte nämlich den Rucksack von dem haben, der war nicht so schlecht. Die Waffe, das sind anscheinend Platzpatronen hier. Also ich sehe da keinerlei Wirkung. Null Wirkung, das ist ein bisschen blöd. So. Ah, geh weg! Ah, oh, du Penner! So, ihr kriegt nur... Ah, oh Mann, hör auf zu schreien, du Pisser! Naja, oder... Vielleicht können wir es so machen. Vielleicht geht das gescheiter. Drei gleich auf der Motorhaube. Und drei überfahren. Boah, hier geht's ab, hä. Gar nicht lustig, Leute. Super, hier sind zwei Rucksäcke. Ah, was leckt's denn wieder? Mann. So rumlecken, hä? So, das wollte ich auch mitnehmen. Ich konnte vorher nicht. Ich wollte eigentlich weg. Auf einmal waren da irgendwelche Zombies. Die waren vor meiner Nase. Die Aufnahme ist versaut, aber es ist nicht schade drum, weil es war eher ein Fehl. Also, wie gesagt, auf einmal waren die da. Hä? Der leuchtet noch. Hallo, ist da noch was? Nee. Auf einmal waren die da, ja, und es hat mich wieder einer festgehalten und ich weiß nicht warum und wieso. Jetzt muss ich hier zweimal her, weil ich den scheiß Rucksack hier nicht ablegen kann. Ah, Mann, das ist doch blöde. Das ist scheiße, dass man die nicht beide mitnehmen kann. Ich will den anderen Rucksack da hinten reinlegen. Ja, das geht nicht. Das ist kacke. Ne, da muss man zweimal fahren. Müssen wir wie ein Trottel da hin und her fahren. Naja. Finde ich jetzt überhaupt nicht lustig und sinnfrei, aber ist nun mal so. Anstatt, dass man es einfach hinten auf den Pickup legen kann. Das finde ich ein bisschen blöd jetzt. So, wo kann ich hier rüber? Hier. Hier ist eine Zombieherde, die mich jetzt herzlich wenig interessiert. Ich habe keine Zeit für Zombieherden. Das ist schon genug, wenn sie vor meinem Haus hier sind. Oder von meiner Basis. So. So. Kann man vielleicht nur ein bisschen mitnehmen hier. Alles klar, die haben wir. Liefern wir das ab und holen den anderen. Zack, zack. Deprimierend gerade, Leute. So, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Das und das, alles klar. Kann man mit dem tauschen? So, was ist mit ihm? Der will auch etwas. Ich kann gerade nicht. Ich muss diesen Rucksack holen. Tut mir leid. Ich bin besetzt mit meiner Fachkraft. Ich will nämlich den zweiten Rucksack auch noch haben. Ist der weg? Ne, ist er nicht. So, den holen wir uns jetzt auch. Da kommt die Zombieherde irgendwo. Ich höre sie schon.
Da geradeaus irgendwo müssen die sein. Da sind sie. Na, alle erwischt. Die Karre brennt. Beide liegen unterm Auto. Wir fahren ein bisschen falsch. Nee, einer ist noch immer dran. Jetzt ist er weg. Wir müssen hier entlang. Noch ein Stückchen. Darüber. Oh, oh, oh. So, da runter. Und hier ist es. So. Den Rucksack möchte ich haben. Und weiter geht's. Zurück zur Basis. Also ich muss sagen, die Bugs sind ein bisschen lästig, aber sonst finde ich es klasse. Aber die Bugs sind halt wirklich, wirklich böse, Leute. Nach oben müssen wir hier. Na, geh doch runter hier. Das Auto ist auch schon im Arsch ein bisschen. Okay, I'm free and clear. See you soon. Got anything good? Show you when I get there. So, da rein jetzt. Rein. Abkürzung und so. Wir gehen immer durchs Fenster, das ist normal. So, abzugeben habe ich nichts. Pillen essen wir mal. Gut, dann würde ich sagen, wir machen den Auftrag mit euch. Eine gute Nachbarschaft, was wollt ihr? Begib dich zum Infektionsherd mitten in der Nacht. Ich muss sagen, diese Waffe, die kannst du eigentlich... Ah, na gut, der geht, der Revolver. Ein Schuss, wow. Na, die kann ich eigentlich abgeben, das ist zu wenig Munition. So wird das nichts. Was ist denn das da? Das ist 357er Kaliber. Haben wir hier Munition? Nein. Was haben wir überhaupt? 7, 6, 2, 4er, 5er, 44er. Das ist 45er Kaliber. Das ist auch 45er Flintenpatronen. Die haben wir auch nicht, oder? Nee. Na, 10 Schuss habe ich immerhin. Gut, geh mal, kommt Jungs. So, zuvor müssen wir diese Zombieherde hier beseitigen. Dazu werden wir ein Auto nehmen. Ums gesamte Haus. Ja, muss ich rumrennen, weil auf der anderen Seite ist die Zombieherde, ne? So, renn schnell zum Auto und dann kannst dich eh erholen. So, wie sieht's aus? Einer hinten rum? Jo. Incoming. Ich muss jetzt schauen, nicht, dass die Zombieherde unsere Basis angreift. Das wäre blöd. Die werden wir jetzt über den Haufen fahren, denn... Oh. Ah. Denn sicher ist sicher, sag ich mal, dass die weg ist. Ja, es leckt ja herrlich wieder. Also, die Lags sind immer noch... Wo sind sie? Wo sind die? Oh, nee. Die sind ja schon drinnen. Scheiße! Ja, dann helft mir mal, Jungs. Kommt mit. So. So, wir müssen die Bude hier mal sauber kriegen. Nicht, dass die hier... So. Alles klar, Hammer. Und jetzt gehen wir, Jungs. Kommt. Und hopp. Hammer, fein gemacht. Ich brauche Munition vor allem. So, alle rein. Und los geht's. Komm. Hopp, 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 hopp. Na komm schon. Kannst du ja auch hinten hin. Musst du nicht am Beifahrersitz. Ja, geht beide nach hinten, genau. In der Nacht ist halt immer ein bisschen blöde. Ich werde diesmal aber auf der Hauptstraße bleiben, weil mit der Karre da im Busch fahren, das ist jetzt nicht so der Burner. Hier ist die Straße. Gerade, dass man die Straße sieht.
Oh, da ist ein Infektionsherd. Ich versuche den mit dem Auto zu säubern. Komme ich drüber? Es ist, glaube ich, besser. Und sicherer vor allem. So, kommt. Los geht der Spaß. Hammer nice gemacht. Gibt's hier was zum Abstauben? Nee. Wo wollt ihr hin? Ich muss die brennende Karre nehmen. Ich habe keine andere. So, aktuelle Mission. Bereitet das Wohnmobil vor. Naja, das ist aber so. Okay, Basis. Make my ready house. Gehen wir mal in die Basis. Hier haben wir eh nichts mehr zu tun. Wir müssen da links rüber. Hier können wir links rüber. Das ist ja gleich hier in der Nähe, glaube ich, oder? Ja, wir sind ja kurz vor der Basis. Sozusagen. Hopp. Die Karre brennt schon, aber ich stelle sie jetzt mal hier hin. Ich brauche eine Werkstatt. Das wäre nicht schlecht. Hopp. Hopp. So, können wir eine Werkstatt machen? Ja oder nein? Das wäre nämlich nicht schlecht. Können wir nicht, glaube ich. Was ist das? Einfache Werkstatt. Haben wir die eigentlich nicht schon? Was ist das da? Lebensmittellager, alles klar. Nee, Werkstatt haben wir noch nicht. Dann würde ich sagen, die machen wir. Was kann man hier nur bauen? Ein Garten vielleicht. Was ist das? Einen Krankenbereich. Haben wir das schon? Nein, aber ein Krankenbereich wäre sicher was Nützliches, sage ich mal. So, sieht doch nicht so schlecht aus. Die Moral ist natürlich unter aller Sau jetzt. Sollte sich jetzt aber bald bessern. Was ist hier? Freundinnot. Gut, dann machen wir das. Munition habe ich keine. Ich kann die Waffe eigentlich hier lassen, weil ich habe ja keine Munition dazu. Ja, mit der Karre hier fahren. Fahr mal ein Stück, ist ja egal. Ich hoffe, die explodiert jetzt nicht. Bisher ist keine explodiert, nur weil sie ein bisschen brennt. Aber man weiß ja nicht, ne? Hier geht's durch. Anfahren darf man wahrscheinlich nirgends mehr. Und rumspringen sollte ich auch nicht unbedingt. Fahren wir jetzt zu unserem Missionsziel. Ja, die Karre ist wirklich schwer im Arsch. So, wie komme ich hier rüber? Hier gar nicht. Da oben vielleicht. Oh, ich muss da irgendwie rüberkommen. Da kommt man durch. Nee, kommt man auch nicht. Scheiße, wie kommt man hier rüber? Sag mal, ist das alles eingezäunt? Da muss doch irgendwie rausgehen. Oh, das ist doch scheiße. Ein riesen Umweg hier fahren. Mann, ey. Das ist doch ein Witz. So ein riesen Umweg, ey. Nur weil ich da runter will. So, was ist jetzt mit... Oh, ich verdrück mich andauernd. Super, die Mission ist gestorben. Ach ja. Die hat sich aufgelöst irgendwie. Vielleicht ist derjenige gestorben oder hat sich selbst befreit oder wie auch immer. Die können wir leider nicht mehr machen, die Mission. Ich lasse den jetzt hier stehen, weil der brennt ja sowieso. Ich will den gar nicht da vor meiner Hütte haben. Nicht, dass da irgendwie... Nur was hoch geht dann und ich stehe daneben oder so. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.